Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu der Runde. Assassin's Creed Valhalla. Und für uns geht's mal wieder ein bisschen durch die Wälder. Ich muss mal gerade noch was gucken. Ob hier noch irgendwie wieder so ein gefallenen Grab in der Gegend rumschwirrt. Aber es sieht erstmal noch gut aus. Also eigentlich sieht es schlecht aus. Ich hätte gerne noch so einen gefallenen Grab gehabt. Naja, gut, dann halt eben nicht. Dänenlager. Das heißt, wir werden hier später mal noch questmäßig sein. Zum Glück einiges an Ausdauer und sowas. Da können wir ja hier mal ein bisschen Querfeld einreiten, ohne jetzt gleich Angst haben zu müssen, keine Pferdeausdauer mehr zu haben. So, und dann sind wir auch schon da am Kloster. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. So. Priester noch in Ruhe lassen geht's. So. Gut, wir müssen da rein. Alles klar. Da ist ja nirgendwo noch. Valde in Regno dei Gipsi Pharaoni. Obsessus cum propheta Mosi imprecari mala magna quae fecerat. Deus Mosi et sovio. Moment. Draußen wird geböllert. Furchtbar. So. Fenster sind jetzt zu. Ich hoffe, es geht. Ansonsten tut es mir leid. Dann kann ich leider nichts ändern. Ich gehöre niemandem. Sklaverei ist vorbei, Junge. Hast du noch nicht mitgekriegt? Oh, na gut. So wäre es natürlich auch. Noch.
seid weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Achso, ne. Gut. Dass du das durch die Kopfhörer hörst. Ja, das sind ja Open-Back-Kopfhörer. Also hier ist ja nichts, ist ja keine feste Platte, sondern perforiert. Und damit höre ich besser von außen. Nicht alles, auch nicht viel. Ich habe ja auch keine Noise-Canceling-Kopfhörer oder sowas, sondern ganz normale. Aber das macht schon einen Unterschied, ob du geschlossene Kopfhörer hast oder quasi mit offenem Rücken. Oh. Sagt, stirb! Das finde ich voll nicht okay. Wir plündern! Wir plündern! Hey, komm mal kurz hier! Viel zu holen! Aber es fällt auf, ne? Doug ist nicht dabei. Sonst ist er ja hier auch immer mit dabei. Aber diesmal nicht. Hier gibt es viel zu plündern. Hierher! Also zumindest seitdem wir da mit ihm den Stress hatten, war er auf keinem der beiden Raubzüge mit dabei. Was ist mit dem? Ne? Der hat sich irgendwie so ein bisschen, ne? Der denkt immer noch, dass wir absichtlich nicht nach Sigurd suchen. Weil wir ja dann quasi das Sagen haben und er denkt immer noch, wir wollen diese Macht haben. Ja. Das Übliche halt, ne? Als wir dann auch noch mit Randvia losgelaufen sind, dann denkt er sich natürlich auch noch, aha, jetzt krallt er sich auch noch die Frau und dö. Ja. Lauter so ein Mist reimt er sich da zusammen. Aber nur noch da drüben wollen wir es haben. Drüben Hilfe! Ja.
noch was übersehen. Ah. Da wollten sie noch was verstecken. Die Schweine. Die wollen einfach Sachen vor uns verstecken. Ich glaub's hackt. Wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Das auch. So. Und hier können wir dann noch Kräuter sammeln. Ja, fetzt. Ich habe bloß ein bisschen Bammel, wenn ich dann hingehe und sage so, ey, guck mal hier, Kräuter sammeln. Dass das Ding mich dann gleich irgendwie in die Quest reinschmeißt. Also in dem Sinne von, ja, jetzt nimm den Trank aber auch. Das will ich nicht. Ich will die Sachen sammeln und dann später irgendwann Walker geben und sagen, guck mal, jetzt hätte ich gerne Bock auf Trinken. Gieß mir jetzt mal hier einen feinen Tee auf und dann geht los. Nee, da ist eine Truhe, es tut mir leid. Schreib dich mal. Und wir haben auch wieder ein paar Pfeile. War also gut, dass wir hier kurz vorbeigegangen sind. Ja, zurück. So, jetzt holen wir uns diesen Aussichtspunkt hier drüben mal noch schnell. Und dann würde ich tatsächlich mal in die Siedlung zurück. Weil wir dann mal noch ein bisschen aufrüsten können. Ne? Mal ein bisschen was anderes machen. Ist doch wieder irgendein ein böser Huger unterwegs oder so. Ach du Scheibenhonig. Das muss aber auch geil sein, so an den Klippen zu stehen hier. Und man müsste eigentlich so viel mehr von der Welt sehen und so viel mehr reisen. Man müsste es eigentlich wirklich machen, ne? Oh. Ja, okay, die zwei Sachen, die sammle ich mir dann so ein. Oh. Warte mal. Hier ist noch mehr.
Na, das machen wir jetzt noch schnell. Tja, Scharfschütze, so ist es halt. Gott. Also diese kleinen Dinger, die kleinen Schätze, die hole ich doch einfach so, ne? Diese kleinen Truhen, ich meine, das ist jetzt, da steckt meistens echt nichts Tolles dahinter oder so. Oh. Unten. Der Schlüssel. Hey. Noch tiefer. Na, alles klar. Ja gut, wer weiß, was da... Vielleicht muss man dann tatsächlich von da runter oder so. Wir werden sehen. Aber lasst uns erstmal kurz nach Hause gehen. Na komm. Dann richten wir mal wieder unsere Siedlung ein wenig her. Ich sollte mit Heitam sprechen. Heitam ist wolkig. So. Okay, Maidas Haus. Ah, ja, aber Maidas Haus kostet gleich 85. Das ist auch 85, kostet 65. 45. Hm. Ach, genau. Okay, wie viel haben wir? 220. Ja, da geht ein 45er und 285er gehen da. Ja, dann machen wir erstmal Maidas Haus. Sowas wie Tätowierwerkstatt und Schiffsdings, ne? Schiffswerkstatt. Es bringt mir halt nicht viel, ne? Das ist so immer mein Punkt. Ich meine, klar kann ich es machen, aber. Der Nutzen ist, naja, eingeschränkt. Hast
Hast du etwas Spannendes entdeckt auf deinen Reisen? Nein. Es passiert überhaupt nichts Spannendes auf meinen Reisen. Es ist alles vollkommen normal. Niemand stirbt. Alle freuen sich jedes Mal, wenn man vorbeikommt. Alles super. Ach, so ein Fitzel. Scheiße. Was sind denn das für viele Briefe hier? Ungeschickte Briefe für Maida. Das Papier ist zerknüllt. Maida, ich möchte, dass du weißt, dass... Maida, du bist mir der liebste Mensch in... Maida. Steckst mein Herz in Brand und... Maida, ich habe nie jemanden von deiner Schönheit gekannt und... Nichts. Ich habe nichts. Ich würde den Brief genau vor mir lesen. Maidas Brief an eine Honigbiene. Hallo, Bertie Biene mit der süßesten Miene. Du bist so schüchtern, dass ich kaum merke, wie unterhaltsam du sein kannst. Es ist wirklich eine Freude, diese Seite von dir zu sehen. Und es zeigt wohl, so vermute ich, dass man einen Menschen nie richtig kennt, bis man etwas Zeit mit ihm verbracht hat. Und in seinen Armen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Geheimer Brief. Mein Glückwunsch. Du hast mich von allen in dieser Welt am häufigsten erröten lassen. Ich will nicht mehr warten, um alleine mit dir zu sein. Ich will dich weghaschen. Suche mich im Wald auf, nahe dem Baumstumpf, der wie das Tier aussieht, das du am wenigsten magst. Morgen werde ich gleich nach dem Mittag ein paar Pflichten zu erledigen haben. Maida. Ungeschickter Brief von Maida. Verflucht seist du! Ich bin ständig abgelenkt und das nur dank dir. Es ist sehr schwierig, an meine Pflichten zu denken, wenn ich über die Form deiner Nase und den Geruch deines Halses nachsinne. Ich will nicht warten, bis ich dich sehe. Suche mich morgen auf der Lichtung nahe des Forellenbachs auf, um die Mittagszeit. Oder vielleicht sollte ich unseren Geheimort nicht verraten. Wer das auch liest, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wer ist Bertram? Ich habe ihn nie getroffen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ah, okay. Lichtung nahe des Forellenbachs, Mittagszeit. Aha, aha, okay. Brief von Bertha. Liebe Maida, ich begann 7 weitere Briefe an dich, allesamt gar fürchterlich. Ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll, außer dass ich immerzu an dich denke. Und jedes Mal, wenn ich dir in der Stadt begegne, fühlt es sich an, als schwimmen Frösche in meinem Bauch. Aber auf die gute Art. Ich werde heute Nacht von dir träumen. Ewiglich dein. Oh, oh, ist das ja knuffig. Nee, Rüstung. Nee. Was siehst du, alte Freundin? Ich will mal noch ein Stückchen Gesundheit am besten nehmen. Das wäre ganz knorke. Hast du noch mehr Gesundheit? Was? Ja, komm. Ja, Fernkampfschaden ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, und jetzt nochmal 90 und dann haben wir nochmal 3 Fernkampfstärke. Alles klar. Wie viel habe ich noch? 50. Ach komm, wenn wir jetzt mal in so einer Folge sind oder am Ende einer solchen Folge sind. Dann lass uns mal die Schiffswerkstatt bauen und dann gucken wir mal.
muss los. Bis bald. Lass dich mal wieder blicken. Ja. Wollte wissen, wo ich dich... Ach, da kann ich dich bauen. Besser geht es nicht, Eivor. Du bist wirklich großzügig. Ach, kein Problem. Schiffswerkstatt. Die Schiffsexpertin Gudrun kann dein Langschiff anpassen, wenn du ihr den gewünschten Entwurf gibst. Kehre mit neuen Entwürfen zurück, um neue Anpassungen freizuschalten. Jo, mache ich. Hm. Das sieht schnittig aus. Aber irgendwie ist das hier und das hier ist auch irgendwie cool. So schön altmodisch. Da haben wir hier ein schwarzes Rabensegel haben wir bekommen. Das nehmen wir. Ja, komm, Rabenclan-Schilde müssen schon sein. Schlange bis Stevenkopf. Nee. Kannst du dir nicht mal angucken, ne? Das ist schlimm. Mal sehen, wie es aussieht. Ansonsten nichts weiter heute? Nee, ansonsten nichts. Lass mal. Wir sehen uns bald wieder. Auf ein Wiedersehen. Ist halt auch dunkel gerade, ne? Ja, das geht schon. Es gibt deutlich hässlicheres. Würde ich sagen. Gut. So, jetzt haben wir die hier drüben erstmal alle gelöscht aus Kent. Tja, was machen wir als nächstes? Ich würde ja sagen, wir... gehen quasi hier runter. Oder. Lass uns das mal machen. Tiefer hinein, weil ich glaube, dann kommen wir auch hier unten rein. In die Geschichte. Können das also gleich mitmachen. Und wir haben gleich die Trankpflanzen. Ich glaube, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.